Treuchtlingen ist eine Stadt mit etwa 12.600 Einwohnern im südlichen Teil des mittelfränkischen Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Geographie: Treuchtlingen liegt im Süden des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen in der Region Westmittelfranken im Naturpark Altmühltal am südlichen Ende des Hahnenkams, einem Nebengebirge der Fränkischen Alb und wird von der Altmühl durchflossen, die hier eine nach Süden gezogene Talaue bildet. Es ist ein staatlich anerkannter Erholungsort mit Heilquellenkurbetrieb. Im Osten führt die Bundesstraße 2 vorbei. Im Südwesten bei Auernheim liegen Ausläufer der Munheimer Alb, im Norden der Weißen Bürgeralb. An der Altmühle liegen neben dem Kernort Treuchtlingen die Ortsteile Bubenheim, Zollmühle, Ziegelmühle und Dietfurt. Auf dem Gebiet der Stadt münden unter anderem der Lograben die östliche Rurach, die wasserreiche Schambach. Der meandernde Möhrenbach und der Hangerbach in die Altmühl. Nördlich von Treuchtlingen trennt die europäische Hauptwasserscheide die Einzugsgebiete von Rhein und Donau voneinander. Im Ortsteil Graben gibt es einen ansehnlichen Rest der Fossa Carolina. Eines im Frühmittelalter von Karl dem Großen über die Wasserscheide gebauten Kanals. Im Stadtgebiet gibt es mehrere Feuchtgebiete, einige Steinbrüche mit Treuchtlinger Marmor und das Naturschutzgebiet Schambachried. Während das nördliche Drittel des Gemeindegebiets von einer weiten offenlandschaft mit Wiesen und Feldern eingenommen wird. Liegen im Süden weite Wälder wie der Grottenhof und bewaldete Berge wie der Patrich, der Viersteinberg, der Mühlberg und der Ulberg, der Kirschbühl, der Moselstein und der Nagelberg. Weitere bedeutende Erhebungen sind der Bubenheimer Berg, der Gehäubichel, der Geisberg, der Schmalenberg, der Schellenberg, der Ecklestein. Der Hausberg der Hirschberg, der Holzberg, der Küberg, der Lämmerberg und der Lenzbühl. Treuchtlingen ist mit 103 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Die Nachbargemeinden sind. Innerhalb des Gemeindegebietes von Treuchtlingen gibt es 54 amtliche Orte. Es existieren die Gemarkungen Auernheim, Bubenheim, Dietfurt in Mittelfranken, Grönhardt, Haag bei Treuchtlingen, Schambach. Wettelsheim und Windischhausen. Ferner existieren folgende, nicht als amtliche Ortsteile anerkannte Wohnplätze. Mechershof, Meierhof und Mühle-Hartschuster sowie die Siedlung Patrich. Größere Ortsteile sind. Auernheim liegt auf dem Hahnenkamm und hat etwa 700 Einwohner. Entstanden dürfte dieses ehemalige Freibauerndorf im 6. Bis 8. Jahrhundert sein, die Ersterwähnung erfolgte allerdings erst 1057-75. Auernheim ist der höchstgelegene Ort Mittelfrankens. Die evangelisch-lutherische Kirche St. Georg auf dem Kirchberg, der eine Weitsicht zur Weißen Bürgerbucht, zur Altmühlalb, zum Ries und an Föhntagen bis zu den Alpen bietet, gilt als eine der schönsten Kirchen der Gegend. Sie weist außergewöhnliche bäuerlich barocke Emporenmalereien mit Szenen aus dem Leben Jesu auf, die der Maler Johann Jakob Brenner 1680 geschaffen hat. Bubenheim liegt unmittelbar an der Altmühl und zieht sich um den Bubenheimer Berg, auf dem Gesteinsarten aus dem Riesauswurf zu finden sind. Der Ort hat rund 410 Einwohner. Er wurde bereits im Acht. Jahrhundert erwähnt, denn 792 besuchte Karl der Große Bubenheim anlässlich des Baus der Fossa Carolina. In der Nähe des Dorfes befindet sich ein Fluggelände. Dietfurt in Mittelfranken hat rund 450 Einwohner, bildet den Eingang zum Altmühltal und liegt auf einer Höhe von 400 Metern über in N. Der Ort wurde bereits 802 erstmals erwähnt, als Regensind, die Tochter eines fränkischen Adeligen, ihre Besitzungen dem Kloster Sankt. Gallen übergab. Im Mittelalter zählten zu den wichtigsten Grundherren die Marschelle von Pappenheim. Falbenthal liegt auf einer Höhe von 520 Metern über innen und wurde erstmals 1250 als Wallvental im Besitz des Klosters Würzburg erwähnt. Da sich die Ortsbezeichnung als Flurname erklären lässt, dürfte die Gründung nicht vor dem 12. Jahrhundert erfolgt sein. Mit dem Kloster Würzburg gelangte der Ort Ende des 14. Jahrhunderts auch in den Besitz der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. 1608 belehnten sie Hans von Buchholz zu Helfenberg mit Falbental. 1642 wurde das Gut vom Obristen Johann von Leubelfing erworben. Heute dient das einstige Gutsschloss nur noch als Wohngebäude. Graben Das kleine, 410 Meter über innen gelegene Dorf trägt seinen Namen vom Karlsgraben, von dem hier noch heute Erdwelle und Bodenaushebungen zeugen. Dazu ist in der Hüttinger Scheune eine Karlsgraben-Ausstellung untergebracht, die den Bau aus der Zeit vor über 1200 Jahren anschaulich rekonstruiert. Sehenswert ist auch die evangelisch-lutherische Kirche Sankt. Kunigund, die gut erhaltene spätgotische Fresken wirkt. Das Dorf liegt am Fuße des Nagelberges, auf dessen Plateau sich ein sogenannter Hexentanzplatz befindet. Grünhardt liegt auf einer Höhe von 425 Metern über innen auf einer Schwemmsandhöhe, wovon der Ort auch seinen Namen herleitet. Da es sich dabei auch um einen Flurnamen handelt, dürfte der Ort wohl erst im 11. oder 12. Jahrhundert entstanden sein. Urkundlich wurde er erstmals 1251 genannt. Das ortsansässige Rittergeschlecht starb wohl im 13. Jahrhundert aus. In den darauffolgenden Jahrhunderten waren das Kloster Würzburg, die Wieriche von Treuchtlingen und die Marschelle von Pappenheim dort begütert. In unmittelbarer Nähe des Dorfes befindet sich die europäische Hauptwasserscheide. Dort wurde 1984 ein Brunnen aufgestellt, der sein Wasser in zwei Rinnsale entlässt. Der eine fließt über die Altmühl der Donau zu, der andere über die schwäbische Ritzart zum Main und Rhein. Gundelsheim hat etwa 500 Einwohner und liegt im Möhrenbachtal. Der Ort wurde erstmals 1065 genannt und besitzt eine kleine Kirche mit barocker Ausstattung. Geologisch interessant ist der Marmorsteinbruch. Dort liegt Auswurfgestein des Rieses sichtbar auf dem Kalkstein, was seinerzeit US-amerikanische Astronauten veranlasste. Während ihres geologischen Trainings im Nördlinger Ries im August 1970 Gund Elsheim einen Besuch abzustatten. Verwendet wurde dieser Marmor beispielsweise im Berliner Flughafen Tempelhof. Haag liegt auf einer Höhe von 515 über NN und wurde erstmals 1214 als Besitz des Marschalls von Pappenheim erwähnt. Da 1360 die Güter jedoch dem Kloster sankt. Weilburg in Eichstätt gehörten und die Maschelle lediglich das Vogtalrecht ausübten, ist es wegen dieser Besitzverhältnisse wahrscheinlich, dass der Ort im 12. Jahrhundert vom Kloster St. Weilburg gegründet wurde. Der Name bedeutet bei der eingehegten Stelle. Auf einem Geländevorsprung liegen die Überreste einer Burg, die 1263 von Ludwig dem Strengen zerstört worden sein soll. Möhren liegt im Möhrenbachtal und hat rund 580 Einwohner. Sehenswert sind das ehemalige Schloss der Pappenheimer Grafen und die römisch-katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt mit ihrer reichhaltigen Barockausstattung. Oberholmödern liegt auf einer Höhe von 500 Metern über in N. Urkundlich wurde der Ort 1403 erwähnt, als Wierig und Jobst von Treuchtlingen ihn verpfändeten. 1596 waren die Marschelle von Pappenheim-Treuchtlingen die Besitzer, von denen der Ort an die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach überging. Sehenswert ist das Schulhaus von 1813, in dem bis 1932 unterrichtet wurde. Schambach liegt nahe Treuchtlingen am Eingang des landschaftlich reizvollen Schambachtals und hat etwa 700 Einwohner. Ausgrabungen ergaben, dass an diesem verkehrsgünstig gelegenen Ort von jeher Menschen gesiedelt haben. Urkundlich wurde Skemahar zum ersten Mal 802 erwähnt. Die Kirche geht auf eine bereits im 8. Jahrhundert bestehende Willibaldskirche zurück. Ihr gedrungener Bau überragt kaum die Häuser des Ortskerns. Schlittenhardt wurde erstmals 1306 erwähnt, als Graf Ulrich von Truendingen dem Ritter Konrad von Rechenberg den Ort Slittenhardt verkaufte. Seit 1486 gehörte der Weiler zum Kloster Heidenheim und mit diesem später den Markgrafen von Brandenburg ans Bach. Unter Heumödern, wohl im 12. Jahrhundert entstanden, wurde 1286 erstmals erwähnt, als das Kloster Würzburg Ulrich von Mittelburg Einkünfte aus den Gütern Möhrenberg. Wolfhausen und Hemedern, die es zuvor von diesem erhalten hatte, zubilligte. Später gehörte es dem Deutschen Orden in Ellingen, danach Wierich und Ulrich von Treuchtlingen. Im 15. Jahrhundert wurde der Weiler an das Kloster St. Clara in Nürnberg verpfändet. 1596 gehörten dem Marschall von Pappenheim Treuchtlingen, später den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach zwei Höfe und ein Haus zu VN der Heumödern. Heute sind im Ort nur noch zwei Vollerwerbsbetriebe ansässig. Wettelsheim liegt am Fuße der Hahnenkamberge Patrich und Viersteinberg und hat rund 1500 Einwohner. Der Ort ist wohl bereits im fünfte, sechs Jahrhundert entstanden. Ältestes Gotteshaus im Ort ist die Martinskirche am Fuße des Patrichberges. Sie wurde im 13. Jahrhundert dem Kloster Würzburg zugeteilt. Bei der Renovierung von 1958 traten Fresken aus der Zeit um 1058 zutage. Sehenswert ist der Schreinalter von 1515. Windischhausen ist in das reizvolle östliche Rohrbachtal eingebettet und hat rund 150 Einwohner. Urkundlich wurde es erstmals 1057 erwähnt, als die erste Kirche geweiht wurde. Im Laufe der Zeit waren dort die Grafen von Treuchtlingen, das Kloster Würzburg, Kloster Rebdorf und Heidenheim begütert. Der Ortsname leitet sich vermutlich von der Volksgruppe der Slawen ab. Treuchtlingen liegt in einem Gebiet, in dem sich fränkische und bayerische Dialektmerkmale mischen. Westlich von Treuchtlingen begegnen die fränkischen und bayerischen Mundarten zudem dem schwäbischen, weshalb auch oft von der Dreistamesecke die Rede ist. Westlich von Treuchtlingen trafen sich allmählich in die Wälder hineinrodende Verkehrsgemeinschaften. Deren sprachliche Eigenheiten waren im Prinzip erst nach der sogenannten Völkerwanderung in Mittelalter und Frühneuzeit entstanden. Geschichte. Die Ortschaft zählt zu den ältesten Siedlungen im Treuchtlinger Raum. Kelten, Römer und Franken haben ihre kulturellen Spuren hinterlassen. Eine interdisziplinäre Forschung der Technischen Universität Berlin aus dem Jahr 2010 sieht das bei Claudius Petolemius historisch belegte Setzschuhe Kotum als Vorgängerort Heuchtlingens. Unter karolingischer Herrschaft entstand 793 nördlich der Stadtmitte im Ortsteil Graben der Karlsgraben als erster Wasserweg zwischen Rhein, Main und Donau. Die Stadt selbst wurde zum ersten Mal im Jahre 899 urkundlich erwähnt. 1044 wurde der Ort als Heiratsgut von Agnes mit Kaiser Heinrich III. erwähnt. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde die erste Burg errichtet, auch Obere Weste genannt. Die erhaltene Burgruine wird seit Mitte der 1970er Jahre durch die Fördergemeinschaft Burg Treuchtlingen e.V. betreut. Um das Jahr 1400 wurde Treuchtlingen zum Markt erhoben, 1495 durch einen Großbrand weitgehend zerstört. Nach dem Tod Gottfried Heinrichs Graf zu Pappenheim in der Schlacht bei Lützen 1632 und dem Erlöschen der Treuchtlinger Linie fiel Treuchtlingen an. Die Markgrafen von Ansbach. Nach der Mediatisierung 1809 wurde es Teil des Königreichs Bayern. Bis ins 19. Jahrhundert war Treuchtlingen ein handwerklich orientierter Marktflecken. Die Treuchtlinger Hafner waren bekannt, das Treuchtlinger Geschirr war überregional von Bedeutung. Weiterhin gab es seit 1774 die Leonische Tressen- und Seidenmanufaktur, die ihre Waren weltweit vertrieb. Der Bau der ersten Bahnstrecke München in Gohlstadt-Treuchtlingen-Gunzenhausen im Jahr 1869 und der dazugehörigen Infrastruktur brachte einen rasanten. Aufschwung und machte Treuchtlingen zur Eisenbahnstadt. Um 1875 wurde das erste Krankenhaus gebaut. Die Einwohnerzahl stieg von 2000 in diesem Jahr auf über 3000 im Jahr 1895. 1898 erhielt Treuchtlingen durch Prinz Regent Luitpold das Stadtrecht. Am 23. Februar 1945 erfolgte gegen 11 Uhr ein Luftangriff auf dem Bahnhof Treuchtlingen, in dem gerade der Fronturlauberzug SF 2046 anhielt. Die Passagiere des Zuges flüchteten in die Bahnsteigunterführung, die einen Volltreffer erhielt. In der Bahnsteigunterführung starben 300 Menschen, insgesamt wurden im Bahnhof und der Umgebung fast 600 Menschen getötet und weitere 900 verletzt. Die meisten der Bombenopfer sind in der Gedenkstätte der Kriegsgräberfürsorge auf dem Nagelberg beigesetzt. In der Unterführung, die seit einem Bahnhofsumbau 2004 die Gleise jedoch an anderer Stelle untertunnelt, erinnert eine Marmortafel an die Opfer bei einem zweiten Angriff am 11. April wurden keine Menschen getötet, aber unter anderem eine Dampflokomotive vom Typ bayerische g 3 Viertel hat zerstört. Ein Teil des Wracks wurde im Verlauf des Umbaus gefunden und befindet sich mittlerweile im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Am 1. April 1971 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Bubenheim und Graben eingegliedert. Am 1. Juli 1971 kamen Grönhardt und Schambach hinzu. Ein Teil der aufgelösten Gemeinde Haag bei Treuchtlingen folgte am 1. Januar 1972. Aus dem aufgelösten Landkreis Gunzenhausen kamen schließlich am 1. Juli 1972 noch Auernheim, Wettelsheim und Windischhausen sowie aus dem aufgelösten Landkreis Donauwörth, Gundelsheim und Möhren hinzu. Dietfurt schloss die Reihe der Eingemeindungen am 1. Mai 1978 ab. Nach einer älteren These steckt im Ortsnamen Treuchtlingen der Personenname Trotilo. Die Grundschüler durften daher früher das Verslein lernen. Von Trotilo dem Alemannen hat Reuchtlingen seinen Namen. Die Sage berichtet, dass sich nach dem Limes-Durchbruch der Alemannen um 233 n. chr. alemannische Gruppen an einer Furt der Altmühl niedergelassen haben. Daraus wurde später das Dorfe des Trotilos, trutio und schließlich Treuchtlingen. Dieser Personenname ist aber nirgends belegt. Nach Joachim Krieger ist viel mehr davon auszugehen dass die ursprüngliche unbekannte Namensform schon früh an das Wort Sternchen-Trotbündnis und später an das Wort Triu-Treu angelehnt worden ist. Die jüdische Gemeinde in Treuchtlingen lebten Juden vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Eine erste Erwähnung erfolgt im Zusammenhang mit der Verfolgung in der Pestzeit 1348-49, von der auch die hiesigen Juden betroffen waren. Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde geht in die Zeit des 17. 18. Jahrhunderts zurück. Im Laufe des 18. Jahrhunderts entstand in Treuchtlingen eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden in Bayern. Die Zahl der jüdischen Einwohner erreichte 1837 mit 288 Personen einen Höhepunkt. Um 1925 wurden noch 115 Gemeindeglieder gezählt. Mehrere jüdische Vereine prägten das Gemeindeleben. Den jüdischen Familien gehörten zahlreiche Handels- und Gewerbebetriebe mit einer erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung für die Stadt. Heute erinnert fast nur noch der jüdische Friedhof an die jahrhundertelange jüdische Geschichte in der Stadt. Vor allem der seit 1990 dort aufgestellte Gedenkstein, der an die jüdischen Opfer der Shoah aus dem Ort erinnert. Seit 2009 erinnert eine Gedenkstele neben dem ehemaligen Judenstadel der heutigen Stadtbibliothek an alle jüdischen Familien, die einst in Treuchtlingen lebten. Politik. Die 24 Sitze des Stadtrates verteilen sich wie folgt. Bürgermeister Friedrich Gral 1894 bis 1907. Jakob Auenhammer 1888 bis 1894 und 1907 bis 1909. Ludwig Staudinger, 1909 bis 1912. Karl Kraft, 1912 bis 1918. Emil Otto Sommer, 1918 bis 1933. Andreas Gündner, 1933 bis 1945. Friedrich Korn, 1946 bis 1956. Hans Döbler, 1956 bis 1984. Wolfgang Hermann 1984 bis 2008. Werner Baum J2N. Ab 1. Mai 2008 nachdem er sich bei den Kommunalwahlen 2008 in einer Stichwahl mit 3102 zu 3000 Stimmen gegen Hermann durchsetzen konnte. Treuchtlingen unterhält Partnerschaften mit dem italienischen Ponsaco und mit dem ungarischen Bonnyhead. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Bauwerke das Stadtschloss aus dem 16. Jahrhundert ist ein ehemaliges Wasserschloss der Pappenheimer und Ansbacher. Dort wurde am 29. Mai 1594 der spätere Marschall im Dreißigjährigen Krieg Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim geboren. Er fiel in der Schlacht von Lützen 1632. Auf ihn wird das Zitat aus dem Drama Wallensteins Tod von Friedrich von Schiller gemünzt. Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Im Stadtpark von Treuchtlingen steht eine Replik eines Matterkreuzes, das der Graf am früheren westlichen Zugang zum damaligen Marktflecken errichten ließ. Die Burgruine Obere Weste Burg Treuchtlingen aus der ersten Hälfte des zwölf Jahrhunderts wurde von der Fördergemeinschaft Burg Treuchtlingen e. V. seit 1974 in zahlreichen Aktionen saniert. Die bei Ausgrabungen freigelegten Fundstücke sind im Heimatmuseum zu besichtigen. Die Burgruine ist freibegeber An Wochenenden, zu denen die Burgstube geöffnet ist, kann auch der Bergfried erklommen werden. Von dort hat man einen guten Überblick über die Stadt. Das Volkskundemuseum Treuchtlingen ist eine ehemalige Posamentenfabrik und gegenüber dem ehemaligen Schloss untergebracht. Hier sind eine Dauerausstellung über die Burgruine Treuchtlingen sowie interessante Fundstücke von Ausgrabungen zurück bis in die keltische Geschichte zu sehen. Via Rustike. Am südöstlichen Hang des Nagelbergs in unmittelbarer Nähe des Weinberghofes befinden sich die Überreste eines Gutshofes aus römischer Zeit. Lambertuskapelle. Sie wurde im 9. oder 10. Jahrhundert erstmals erbaut, jedoch mehrmals zerstört. Der heutige Bau stammt aus den Jahren 1733-1734. Marienkirche 1933 34. 30. aus einheimischen Jurabruchsteinen errichtet. Markgrafenkirche. Nach dem Tod des letzten Pappenheimers Gottfried Heinrich fiel der Markt an die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Später Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, die der Reformation anhängen. 1757, ließ der Markgraf von Ansbach die protestantische Kirche nahe der Altmühl errichten. Das Gotteshaus wurde von 1998 bis 2002 renoviert. Kriegsgräberstätte am Nagelberg. Hier sind die rund 400 Toten des Bombenangriffes auf dem Bahnhof von Treuchtlingen am 23. Februar 1945 sowie rund 2100 andere gefallene Soldaten und zivile Opfer des Zweiten Weltkrieges bestattet. Jüdischer Friedhof. Der 1773 angelegte und heute geschlossene Friedhof erinnert an die jüdische Gemeinde, die in Treuchtlingen über Jahrhunderte bestand und zu den bedeutendsten der Region zählte. Von außen einzusehen sind das erhaltene Taharahaus, einige der teils aufwendig gestalteten Grabsteine sowie ein Mahnmal des einheimischen Künstlers Franz Peter Börger das an die jüdischen Opfer der Gewaltherrschaft 1933 bis 1945 erinnert. Baudenkmälerveranstaltungen Burgfest. Am dritten Wochenende im Juni findet alljährlich auf dem Platz unterhalb der Burgruine das Burgfest statt. Zu besonderen Anlässen 1998-2000 präsentiert sich das Burgfest in historischem Gewand. Am 23 und 24. Juni 2007 fand ein historisches Burgfest statt, Anlass war das 30. Burgfest. Treuchtlinger Volksfest. Beginn ist jeweils am zweiten Freitag im Juli. Das Fest dauert zehn Tage. Veranstaltungsort ist der Festplatz. Im Kurpark sind Skulpturen und Plastiken zu sehen. Punkt, 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 Punkt. Punkt. Fotogalerie. Punkt, 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 Punkt. Wirtschaft und Infrastruktur. Verkehr die Bundesstraße 2 läuft östlich in rund zwei Kilometer Entfernung an Treuchtlingen vorbei. Die Staatsstraßen Staatsstraße 2216, Staatsstraße 2217 und Staatsstraße 2230 verbinden die Stadt mit den umliegenden Gemeinden. Der Bahnhof Treuchtlingen ist ein wichtiger Eisenbahnknoten in Bayern. Hier kreuzen sich die Strecken von Treuchtlingen nach Würzburg und Ingolstadt München mit der Strecke Nürnberg-Treuchtlingen-Augsburg. Nach der Eröffnung der Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt hat er an Bedeutung für den Personenfernverkehr verloren. Bildet jedoch immer noch ein Nadelöhr für den überregionalen Güterverkehr. Der Bahnhof gehört dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg an. Er wurde umfassend modernisiert und wird aktuell von Regionalzügen im Bayern-Takt wie auch von einzelnen Intercity und Intercity-Expresszügen bedient. Punkt. Im lokalen Güterverkehr hat der Bahnhof seine ursprüngliche Bedeutung verloren. Er dient seit Jahren nur noch zur Abstellung von Ganzzügen, hauptsächlich Autotransport und Kesselwagen, die bei Bedarf aus Ingolstadt abgerufen werden. In Treuchtlingen wird derzeit nur noch unregelmäßig Schotter verladen. Der Flughafen Nürnberg ist rund 75 Kilometer entfernt, außerdem gibt es einen Landeplatz in Treuchtlingen-Bubenheim. Die Senefelder Schule in Treuchtlingen, welche den Namen zu Ehren von Alois Senefelder trägt, ist eine staatliche kooperative Gesamtschule mit Mittelschule, Realschule und Gymnasium. Sie beherbergt rund 1300 Schüler aus dem gesamten Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Im Oktober 2010 hat zudem die Fachhochschule für angewandtes Management den Betrieb aufgenommen. Erster Studiengang ist Sportmanagement. Ansässige Unternehmen Altmühltaler Mineralbrunnen Mineralwasserabfüller. Stark. Lackiererei, Zulieferer der Automobilindustrie. Treuchtlinger Marmorwerke Ortsteil Haag. Steinbruch. Alfmeier Präzision AG, Zulieferer der Automobilindustrie. KB Kunststoffbeschichtung, Oberflächenbeschichtung und Formenbau. Frankenschotter, Ortsteile Dietfurt und Möhren. Steinbruch. Jura Marmorwerk Teich, Ortsteil Gundelsheim. elsheim Steinbruch. Hans Hirschmann KG Bauunternehmung GmbH und Co., Straßen, Kanal und Hochbau. Kraus -Maffei Technologies GmbH, Hersteller für Kunststoffmaschinen. Ehemalige Unternehmen VC Limonadenfabrik Pledel. Medien die Tageszeitung Treuchtlinger Kurier, eine lokalausgabe der Nürnberger Nachrichten sowie die Wochenzeitung Stadtzeitung Weißenburg.